Was geht ab? Ich bin Raphael. Ich bin Elisha. Von Gamers TV und heute gibt es wieder ein Wettessen. Bevor das Video jetzt nochmal losgeht, wirklich, wenn ihr nicht sehen kann, wie jemand sich übergeben muss, Warnung. Bitte schaltet dieses Video ab, denn mein Bruder musste zweimal sich übergeben, weil diese Bestrafung so eklig war. Und jetzt viel Spaß mit Leute, dem Video. Auf jeden Fall, sobald die Bestrafung kommt, könnt ihr vorspulen, wenn ihr nicht gerne kotzen seht. Also nur mal so eine Warnung an euch. Also ich würde sagen. Also beim Essen müssen wir nicht kotzen. Einfach wenn mein Bruder ja. so sagt, jetzt kommt die Bestrafung. Und dann muss ich etwas. Ja, er muss eben Gurkenwasser, Salz, Pfeffer und Ketchup. Und jetzt ist es wieder vorbei. Ja, gut, dann würde ich sagen. War es das mit dem Video? Nein, das fängt ja erst an. Stimmt. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Peace. Yeah. Ich hab's wieder mal gewünscht. Und zwar haben wir heute hier Pizza und Reis. Curry Reis. Sehr lecker und ja. Wir haben es ein bisschen zu fest angebraten, glaube ich. Ja, aber die ist gut. Nachher wird ein FAQ kommen, also wir werden ein paar Fragen aufschreiben und wir die beantworten. So, damit ihr uns besser kennenlernt, so, ich finde es aber wichtig, das zu tun. Und dann würde ich sagen, der Verlierer muss Salz und Pfeffer mit Ketchup und Gurkenwasser. Genau, trinken in einem Glas. Heute haben wir mal kein Getränk dabei, wir müssen mal ein bisschen. Ey Leute, morgen ist der Valentinstag. Ich habe ja noch Freundin. Ja, was mit mir da? Du hast auch eine, aber irgendwo. Ja, keine die Ahnung. Ist irgendwo in. Schon in der Schweiz, aber ich sehe die halt jetzt nicht so. Das ist halt das Problem. Ich hab schon etwas. Ja, eben. Der Frauenliebhaber hier ist mit mir. Wenn ich jetzt eine Frau wäre, das wäre gar nicht gut. Weil dann. Nee, egal. 3, 3, 2, 1, go! Was beginnt? Hurra! Die ist mega lecker. Hört ihr das? Ich mache mit Reis. Wir haben etwas vergessen. Mhm. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben. Thank you.
Ich habe mir überlegt, mal ein ASMR-Video zu machen, so. Das habe ich noch nie gemacht. Oh. Boah. Ich hab Durst. Rauch. Das macht es die Challenge schwerer. Der Retour ist auf den Trinken und dann Rauch verloren. Eine andere Challenge ist Bestrafung. Der Verlierer muss nach 24 Stunden nichts trinken. Fertig, gewonnen. Ja, den Jo, hä? Da muss der Buchmaß mit Ketchup plus Pfeffer plus Salz saufen. Was doch darauf. Gut, dann mache ich die Bestrafung jetzt gerade. Dann kannst du in Ruhe fertig essen. Peace. So, Leute. Hier ist der Shake. Ketchup, Gurkenwasser, Wasser und Salz und Pfeffer. Ich werde das jetzt mixen. Ich schau mal. Was wollen wir noch trinken? Boah, riech das mal! Das riecht! Ja, das riecht so der Geruch nach Essig einfach. Crazy. Das ist ein Ding. Und deine Challenge. So, deine Bestrafung ist es, alles zu trinken. Pass, wenn du schaffst es. Okay. Ich will mal kurz probieren. Nee, nur riech nur, riech nur. Schmeckt nur nach Gurke. Gut, dann musst du jetzt das Ganze. Darf ich schnell kurz probieren? Nein, jetzt alles austrinken, los. Los, das musst du jetzt austrinken, komplett. Leute, wenn ich das mache, ich hab es. 3, 2, 1, go. Ganz austrinken, ganz. Nicht kotzen, nicht kotzen. Gerade nochmal. Boah, Leute, der kotzt, schaut. Oh, musst du kotzen, Minio? Komm, schaffst du jetzt noch, komm. Das ist voll geschafft. Der kotzt gleich. Schaut ihn mal an. Musst du kotzen? Kannst du aufstehen, wenn du musst kotzen, komm. Du schaffst es noch, gell? Komm, alles aufs Mal jetzt.
Ich denke, der spielt das nur so nach. Weißt du, er ist einfach ein stabiler Junge. Der Typ. Gut, der hat gekotzt. Komm. Okay, Leute. Ich habe aufgegeben. Willst du noch mehr trinken? Willst du aufgeben? Okay, Leute, es war zu heftig. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, es war schon ein bisschen heftig, Leute. Geht's wieder? Komm, der musste kotzen. Das ist doch schlimm hier. Ja. Hast du wirklich gekocht und nur so getan? Ja, ich hab. Was hast du am meisten ausgerochen? Ja, es ist einfach eine komische Konsistenz. Also, hat. Kommt so alles zusammen. Komm, trink noch aus. Zieh durch. Ich muss. Du kannst wieder kotzen, wenn du willst. Es ist mir egal. Also. Ich hasse zwar, wenn niemand sitzt, der kotzt, aber komm. Soll ich das rauskarten mit dem Kotzen oder soll ich es drin lassen? Oder ich will es zuerst sehen. Ich tut mir mein Bruder leid, aber er muss es durchziehen. Er hat leider verloren. Es kommt alles von Karl. Für das Problem ist halt. Guck mal, Lea. Würdet ihr das. Es stinkt wirklich. Es ist Ketchup, Pfeffer. Würdet ihr das alles wirklich trinken? Es ist wirklich alles drin. Guck, nimm schnell kurz dein Handy. Aber stinkt wirklich. Und raus. Hier ist hier raus. Schnell für jemanden, ich habe nur noch 3%. Guckt mal. Schaut mal, hier Gurke, ist alles drin. Wenn du. Das ist gerade die nicht kotzen Challenge oder sowas in der Art. Komm, schaffst du es jetzt, los. Geht's dir noch? Komm, schaut dir jetzt. Er hat's bald geschafft, nur noch so wenig. So, den Tipp geben, halt die Nasen zu. Dann geht's besser. Nee, es ist nur im Mund. Ist das so eine Säure, die kommt, oder? Oh. Musstest du kotzen wegen der Säure oder so, wegen dem Geschmack? Ja, es kommt so in den Hals, aber. Komm, hat's bald geschafft. Jetzt ziehst du durch. Oh, nicht zu viel, ey! Komm, ziehst durch. Wenn du es jetzt rauskotzt. Okay, wir lassen's. Alter. Leute, soll ich die Abonnierung machen oder warten, bis es wieder geht? Es geht schon. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder was. Wir machen jetzt noch einen Vlog, wie wir durch den Tag gehen. Und dann würde ich sagen, peace. Geht's wieder? Ja.